Leute, und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Mustafa Kala und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. So, weiter geht's. Wir haben ja letztes Mal Goyles Hoden geklaut, um damit jetzt diesen ominösen Vielsafttrank herzustellen. Ah ja, okay, somit kann ich seitwärts laufen. Ja, Harry besiegt Slalom. Bissie ist ja nicht schlecht, wenn man hier mal ein bisschen, ne? Okay. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, die Soundanstellung stimmt jetzt. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt wieder so einen Soundohrenkrebs hat, wie beim letzten Mal. Ich habe das Stückchen von Goyle. Gut gemacht, Mädchen. Na, er ist ja jetzt das Mädchen. Also Goyle. Oh, mal runter damit! Oh, lecker. Was? Ich lasse dir gerne den Vortritt. Ja, das ist gerade saulaut auf meinen Ohren. Ja. Prost. Danke. Gerne. Hau weg, die Scheiße. Harry! Ja, der stirbt jetzt. Das ist ekelhaft. Ah, nee, ich kann da gerade nicht hingucken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das gerade selber ein bisschen. Ja? Ja, es ging schnell. Bist du okay, Harry? Ja, mir geht's gut. Boah, du empfindest. Ich hinab in die Kerker und versuche in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Okay. Viel Glück, Harry. Danke. So, also im Film ist das ein bisschen anders. Also im Film hat sich die Stimme nicht einfach mal geändert. Und ich glaube auch nicht, dass Harry wirklich so perfekt den Gold sprechen kann. Das, naja, okay. Hallo, Mora! Hallo, Mora! Ja, cool, Bildkarte, geil. Hi! Nimm die Karte aufzulangen. Nimm die Karte, Junge! Nein, Steuerung, hallo! Ja, ich komme noch ein bisschen mit der Steuerung durcheinander. Wisst ihr eigentlich, wie geil ich das gerade finde? Können wir jetzt auch einfach... Okay, nee, können wir nicht. Ich finde auch geil, dass wir jetzt einfach nicht mehr in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors kommen. Mit Goyle. Doch, kommen wir, glaube ich, sogar. Oder? Kommen wir in den Gemeinschaftsraum? Wo waren der nochmal? So, hier bitte nicht in den Tod stürzen. Das ist schon so. Nein, nimm mich mit. Ich will nicht wieder in den Tod stürzen. Mich mit. Ja. Ich finde einfach die Musik geil. Wäre das Schuljahr doch schon zu Ende, dann könnte ich nach Hause fahren und würde nicht versteinert werden. Tun gerade alle so, als ja, als würde denen ihr Leben aufs Spiel stehen, wollte ich gerade sagen, aber es stimmt ja tatsächlich. Würde ich hier jetzt reinkommen? Tatsächlich nicht. Okay. Ja, ich schneide das jetzt mal ganz kurz für euch raus. Wir sehen uns gleich wieder. Oh ja. So, folgen wir erstmal dem Jungen, der ganz unauffällig hier reingelaufen ist. Huh? Huh? Rein, Blüter. So lautet also das Passwort. Ich wette, damit komme ich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Finde ich halt schön, dass er das sofort, also dass Harry Potter, aka Gregory Goyle, das einfach sofort weiß auf andere. Schleime! Lumos! Ey, dieser Junge, der ist die Wucht. Okay, immerhin gehalten. Da ist eine silberne Bildkarte von. Jawoll! Man sieht, ich kenne das Spiel in- und auswendig. Übrigens habe ich schon eine Videoidee für den Sommer. Reinblüter! Reinblüter! Junge,
fast am Kotzen hier. Man ist leckt gerade, wie Sau. Ich weiß nicht, ob das auch im Video so ist, aber bei mir leckt es extrem. Nintendo! 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 Ich habe keine 60 FPS, mit denen ich aufnehme. Eins, zwei, zwei, sieben. Ne, 1337 war's ja. Sorry. Nintendo! Das wird jetzt richtig ätzend. Nintendo! Nintendo! Hallo! Hallo! Der ist festgebackt! Halt's Maul! Geht doch! Nintendo! Nintendo! Ich kann doch nicht meinen Satz beenden! Nein! Ich hab den Ding schon. Alle bis ganz nach hinten durch, meine Damen und Herren. So sieht's aus. So läuft das lieber. Also, geht euch um, zeigt euch an. Zeigt mir euren Arsch. Ich muss mich echt bezügeln, was ich hier manchmal so von mir gebe. Das ist manchmal echt. Boah. Echt manchmal ein bisschen unter aller Sau, was ich hier von. Oh. Viel Spaß, Goyle! Ja, findest du dich jetzt geil, oder was? Nintendo! Du kleiner Schmonk! Nintendo! Schmonk wollte ich gerade sagen. Schmonk! Schmock! Mann! Kleiner Schmuck. Findest dich jetzt geil. Denkst du bist der coolste jetzt hier, ne? Aber guck mal hier was. Da. Potter kann ich ja jetzt nicht sagen, ne? Acht Geheimnisse? Nintendo! Oh nein, das schneide ich für euch raus. Nee, brauche ich gar nicht rausschneiden. Nintendo! Ich kann dir hier die Finde. Wir springen, das Spiel ist ja cooler als Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich brauche tatsächlich mal. Diesmal sehe ich nicht meine Energieanzeige. Manchmal ist es so ganz transparent. Doch, ich sehe es. Aber ich glaube, ich habe noch volle Energie. Ja, das ist ein bisschen komisch hier bei mir. Ja, genau. Erstmal voll gegen. Und jetzt ist es hier. Jetzt ist es wieder eine prädestinierte Stelle dafür, dass Musti Kyler wieder in seinen Tod stürzen wird. Hallo, Homura! Das ist wieder eine Stelle, wo ich ganz easy in den Tod stürze. Ja, Gold kotzt jetzt hier erstmal hoch. Hört es euch an? Es ist auch sau anstrengend, diese paar Meter darüber zu springen. Ich habe es zwar geschafft. Ich wollte gerade sagen, ich habe es mal geschafft, hier in den Tod zu stürzen. Wir sehen uns gleich wieder. Nintendo! Fast wäre ich wieder in den Tod gestürzt. Ey, das ist jetzt echt hier. Also, ich bin jetzt nur einmal gestorben. Enzyme! Lumos! Ah, sehr gut! Alles auf einmal hier! So läuft es bei Harry Potter! Nintendo! Ja, das wissen wir, wo der ganze Sicht jetzt rauskommt. Oh, ich hab's auch schon mal geschafft, hier zu sterben. Plotsch. Nintendo! Oh, ein Speicherbuffer. Wenn ich jetzt sterbe,
dann rastet es aus. Und es gibt auch sehr viele Stellen, an denen ich schon sehr oft gestorben bin. Und ich glaub gar nicht, wie ätzend das gerade war. Es war richtig ätzend, gerade halt eben nicht zu sterben. Recto Sempra! Recto Sempra! Recto Sempra! Recto Sempra! Also die da... Recto Sempra! Recto Sempra! Tut mir leid, das musste jetzt sein. Lumos! Nein, das will ich doch nicht spoilern, auch wenn ihr alle das Spiel kennt. Oh, wehe. Ich weiß nicht, wie ich das mal geschafft hab. Hallo, Dora! Aber leider geht es auch gleich das Licht aus. Geheimnis auch nur... Oh, ist da noch einer von den Wichteln? Oh nein. Ich hab's immer geschafft, ihn tot zu stürzen, also das Spiel abgestürzt und... Du kleiner Moloch. Ich warne dich, wenn du hier stirbst, dann bringe ich dich um. Alles ist vorbei. Oh. 1, 2, 6, 5. Ah. Wow. Try harding mit Gold. Alter. Mies wäre es, wenn jetzt eine von denen sich zum Schluss nochmal bewegen würde. Das wäre richtig mies. Aber gut, ich habe es jetzt geschafft. Mann! Dreimal! Da, drei Wege, dreimal Lumos, ne? Und ich bin nicht in den Tod gestürzt. Das ist ja schon mal was. Jawoll! So sieht's aus. Ein Bild konnte man verzaubern. Ich weiß gerade nicht mehr welches. Das hier. Alohomora! Alohomora! Oh nein! Die Wände! Recto Sempra! Die Wände! Die Wände! Ah! Die Wände! Die Wände! Alohomora! Alohomora! Ah, das Spiel bockt so, es macht so Lust. Nintendo! Das finde ich auch ein ganz cooler Geheimgang, wenn man hier das... Alohomora! Alohomora! Oh, es ist euer Ernst. Jawoll! Da ist jetzt unsere vierte Narbe, falls ihr es nicht sehen könnt. Ich kann es euch ja sagen. Also wir haben jetzt 40 Bildkarten eingesammelt. Gibt's hier kein Speicherbuch und da ist ja Autosave. Alohomora! 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 Ich hab's auch nur auf Spieletipps. Ich hab das mir mal durchgelesen. Wir müssen auch bald eigentlich 40 die Seba-Bildkarten ein paar wieder haben. Okay. Nintendo! Nintendo! Alohomora! Schraube die Slytherins aus! Alohomora!
eine farbene Bildkarte. Tut mir leid, Goyle. Ich hab dich nicht kommen sehen. Ja, ja. Blöde Tunte, ey. Okay. Ja. Ich wollte gerade Steuerung drücken zum Sprinten, aber das kann man ja in diesem Teil noch nicht. Kann man ja erst ab dem dritten Teil oder vierten Teil, ich weiß es gerade nicht. Oh, hallo Ladies. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Professor Snape? Was will der machen? Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Ja, aber ich will ein bisschen mit euch flirten. Wie wär's mit uns? Ach, kommt. Einfach arrogant. So, jetzt wird's spannend, Leute. Ich hab mal meinen Mull. Und wir hören jetzt zu, was ja unser Freund zu sagen hat. Da bist du ja, Goyle. Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach. Weißt du, Goyle? Ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. So, und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir jetzt den Gemeinschaftsraum besuchen. Das können wir nämlich danach nicht mehr. Also können wir schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 99%, dass wir, ja, von Professor Snape auseinandergenommen werden. Und deshalb... Was? Hallo, Mora! Ich nehme ihnen alles. Harry sagt ja noch sowas wie, die Tür ist verschlossen. Okay, meine Damen und Herren, ich würde einfach mal behaupten, dass wir an dieser Stelle den Part beenden werden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich bin schon ganz gespannt. Und, ach so, wartet, eine Sache müssen wir noch unbedingt holen. Das ist ja nach... Mikando! Nämlich halt wirklich nicht ermöglicht. Das habe ich einmal probiert. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ihr wisst auch jetzt, warum das nicht mehr möglich ist. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt an der Stelle den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, euch im nächsten Video... Wir haben alle Geheimnisse gefunden. Im nächsten Video begrüßen zu dürfen, was auch immer das sein wird. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Sie machen Hackfleisch aus dir.